Herzlich willkommen zurück in New Orleans. Es ist Mr. Gabriel Knight. Erfolgloser Autor und versuchen momentan in diesem nachgebauten Honfur, also diesem Schlangengrab aus Afrika, den guten Dr. John aus seinem Zimmer zu locken. Ausgang zur Halle und ich glaube, hier unten kam mal vor sein Zimmer. So, jetzt nur die Frage. 3, genau hier drin sitzt er. Müssen wir nochmal rein? Weil ich denke, das wird über diese Trommeln laufen. Alles andere kann ich mir nicht. Könnte ich mir nicht erklären? So, wenn der jetzt hier reinkommt, müssten wir allerschnellstens hier ein Astalavis. Wo kommen wir da hin? Wenn wir jetzt unten links kommen wir. Schild. The sign has 7 snakes on it. Da sind wir ziemlich weit von seinem Zimmer entfernt. Wo, meine, wir können nicht den gleichen Weg gehen, aber wir könnten mal überlegen, wo wir den kürzesten haben. 7 scheint mir sehr weit. So. Da unten. Dann wäre hier der Ausgang zur Halle. Rechts. Wir laufen aber von links ins Bild, aber nicht rechts raus. Nee, das war's ja schon wieder. Oh, das ist das Gleiche. Schlechte Idee. Da wären wir ihm jetzt direkt in die Hand gelaufen. Also das und das können wir nicht. Was haben wir denn hier oben? Hier oben. Die 1. Das geht. 2, 3. Ist okay. Also, wir müssen sehen, dass wir oben rechts, wenn wir da getrommelt haben, ihn irgendwie möglichst schnell. Dann nehmen wir auch diese Trommel. Heute müssen ihn ja gleich rauslocken. Ja. Könnten ihn natürlich irgendwie weglocken. Ist jetzt die Frage, locken wir ihn doch hierher, wo er ja schon ist? Oder locken wir ihn irgendwo ins Dorf? Probieren wir mal hier, dass er einfach in die Mitte kommt. Herbeirufen. So, und jetzt ergab sich die Frage. Ich habe mir das einfach jetzt so gedacht. Keine Ahnung. Ich gehe mal von aus, Schwester Alligator ist Malia und Bruder Adler, das ist er, der zweitwichtigste. Ich nehme mal an. Aber das ist natürlich nur ein Test. Die sind nach Wichtigkeitsgraden. Ich glaube, das ist Malia. Ich könnte natürlich auch sie herbeirufen. Ja, okay. Play. Gabriel plays the message, but there doesn't seem to be any response. Also entweder ist der Ort, wo ich ihn hinrufe, falsch. Oder der Name wäre falsch heute. Dann machen wir Wald, Berge, See, Fluss, Sumpf, Meer. Machen wir Dorf? Keine Ahnung. Beirufen und das Play. Gabriel plays the message, but there doesn't seem to be any response. Ja, dann werden wir uns natürlich mal ja, du nimm den Dr. Johns Schlüsselkarte aus seinem Zimmer.
Das ist natürlich irgendwie jetzt pappnass. Das hilft mir jetzt alles nicht. Nee, Quatsch. Heute. Heute? Wald! Warnen engaged. Ja, warnen, beauftragen, auffordern, herbeirufen. Ich muss, kann, macht alles andere, macht keinen Sinn. Und ihn. Play. Gabriel plays the message, but there doesn't seem to be any response. Irgendetwas habe ich noch übersehen. Aber was? The Getty Tribe record book contains the names and routed drum codes for tribal members. Ja. Da muss ich da eine Maske anziehen, das ist doch Quark. Irgendetwas übersehe ich und ich komme nicht weiter. There's no reason to wear that at the moment. Jo, was ist es? Der Raum, ja. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich da trommeln sollte. Ich komme ja nicht anders an die Karte ran. Weil wenn ich jetzt wieder da reingehe, wird er mich wieder killen. I don't think I should touch those. Jo. Weil ich weiß nicht, was ich hier noch finden soll. Wir sind alle abgegangen. Und das kann ich nicht machen. Nimmt Dr. Jones aus seinem Zimmer. Das wird nur wieder etwas bös für mich hin. Ja. Better to die than run away. So, jetzt wird er aufstehen auf dem Rückweg. Und wir werden sterben. Gabriel Knight, how dare you violate my sanctuary? Is this your room? Oh. I am so sorry. You are so dead. You're... I really don't want to be dead. Can we try that again? Ja, wiederbeleben. Für $50. Leute, ich hab keine Ahnung, wie ich das machen soll. Aber auch wirklich keine Ahnung. Irgendetwas fehlt mir hier. Aber was? Schon überall drin, Scheinkerzen, Wewe, Trennwand, Bett, Sockel. Ja, und die Tür kam ja nicht rein. A second door leads off at the bedroom. Ja, schön. Behind the screen is a small voodoo shrine. Ja, aber auch da kann ich nichts nehmen und das kann ich nur anschauen. Ein Teppich, a rich oriental. Ja. Ey.
been... A hand-painted screen separates a small shrine from the rest of the room. Ich habe keine Ahnung. Ich war mit der Meinung, ich hätte alles. Tja, Bubabi. Die Hinweise geben absolut nichts weiter her, ja. Kann ich hier oben irgendwas? Ne. Zutatenraum. Verstehe es nicht. Muss da irgendwas von einem klauen? Das fehlt mir noch. Wie kann man, du musst da irgendwas von einem klauen, um als wichtiges Sektenmitglied zu gelten? Ja, aber das ist doch Level 2. Dazu brauche ich die Schlüsselkarte. Die muss ich klauen. Aber wie komme ich ran, wenn ich ihn nicht weglocken kann? Hier kam ich rein, also kann es nicht so wichtig sein. Ah, das war ja Büro. Ja, ja, das waren ja die Büros. Aber Büros ist... The whiteboard contains what looks like calculus equations. Who knows what these guys are into? Tja. Nee, ich will da wieder raus. Komm, mach weg. This must be one... Ja. Ich kapier's nicht. Ey, Moment! Habe ich absolut keine Ahnung, was ich machen soll. Ja doch, ich habe schon eine Ahnung, was ich machen soll, aber irgendwie funktioniert das nicht. Das war das nächste Büro. Hier war jetzt hier der Supply, der Zutatenraum. Mit Sicherheit. Aber auch hier kommen wir nicht weiter. Nee, hier ging es wieder raus. Hier ging es wieder raus. Also, es ist doch nicht zu glauben. Was mache ich denn falsch? Was mache ich falsch? Hab ich hier was in diesem verdammten Ding übersehen, oder? Bla. Das hatte ich doch auch schon alles angeguckt, oder? These panels seem to tell a story. Think of a family album. Tetelo holding up the talisman. A ship sailing. Slaves rising up and killing their owners. Haiti, probably. Looks like Tetelo's people arriving in Narlands. They accumulate great power through voodoo. The Hound Forest built under Jackson Square. Ja, schön. This table has a trough on top, just like the Snake Mound stone table. Gabriel shivers, remembering what that trough is for. Das gibt's doch nicht. Hier ist doch nichts anderes Ausgang. Die falschen Trommeln oder was oder wie? Gehen die da auf der anderen Seite? Oder ist das zu lang, denke ich, wieder zu quer?
machen wir die Kurzversion. Boah! Oh, eine Kurzversion. Ja, das muss ich natürlich... A door opens in the distance. Ja. Los, verschwind. Aber schnell. Oi, was für ein Blödsinn. Da ist eins. Nächste Halle. Zwei. Ich hoffe nicht, dass der jetzt hier großartig sich umguckt und dann gleich zurückkommt. Dann haben wir Pech gehabt und haben Mords gelitten. Oh, rein mit dir. Jetzt ist er noch drinnen, dann kriege ich einen Schlaganfall. Nein, er ist weg, er ist tatsächlich weg. Los! Nimm! Nimm! Ja, überlegt jetzt so lange, bist du denn wahnsinnig geworden? Los! Raus hier! Unserem Dauertodort! Jetzt bloß weg. A door opens and shuts in the distance. Dr. John must have returned to his room. Ja, das ist okay. Dann kann er ja in seinen Raum zurück. Solange er nicht gleich bemerkt, dass sein Ding weg ist. Boah. So. Genau, das war 1, 8 und 11. Waren die Räume, die wir nicht öffnen konnten. Dann haben wir jetzt... Ah, endlich eine Möglichkeit. Jetzt ist es nur wieder so ein Schnarchi-Zimmer, wo einer drin schläft und uns noch mal killt. Dann bekomme ich einen Anfall. Nein. Das ist mein überzeugtes Lieblingszimmer. Los, einpacken. Those bars weigh a ton. Ach, dann nimm mal einen mit. Bist du verrückt? Reicht doch. Gold bullion. Lots of it. These guys obviously have little confidence in the US government. Willst du wenigstens Geld einstecken? Oh, Geldtool einstecken. Ja, es ist brav. So ist's. Ja, doch nicht nur einen. Och, Gabriel, bitte. Bitte. Stacks of bills are bound and pressed into neat piles. Ja. Du willst echt nur einen einzigen... I know it's dirty money, but it's for a good cause. Ja, me. Genau. Richtig. Kannst du noch einen nehmen? Ah, ich wusste es. I hate to say it, but I can't carry anymore. Oh well, a million or so ought to hold me. Was ist hier für eine Geldtasche? The bag contains no doubt more incredible wealth. Hm. Those bags look heavy, like about 40 pounds apiece. Millionen haben wir eingesteckt, aber das war's dann auch. Hier ist aber sonst nichts mehr. Those bars weigh a ton. Ach, so ein Bar wiegt ein Kilogramm. Sag mir sowas nicht! Haben wir denn noch was? Geldscheine hat er jetzt genug eingesteckt. Goldbarren will er nicht einstecken, der Idiot! Ja, ich glaube, das war's hier drin. Goldbarren, Geldscheine, Geldtasche. Oh ja, peinliche Menge. Das ist noch nicht peinlich genug. Ich hätte dann auch, wenn ich mit dem letzten auf allen Vieren da raus wäre. Aber okay. So, jetzt haben wir eins. Dann war der nächste Raum. 12 war wieder 11 war es meines Wissens. 11 war es. 11. Tastatur benutzen. It's locked. Ja, genau. Also müssen wir die Schlüsselkarte und schauen mal nach, was wir denn hier drin haben. Jetzt kommt der Raum mit den Edelsteinen. Oh. Was ist denn das? More corpses are stored in wall compartments. It looks like a deep freeze in there. Was machen die denn hier?
A stainless steel bucket is on the floor. Its contents are better left unsaid. Gabriel doesn't want to touch anything in this butcher shop. Tools of the trade, it seems. These guys have got to be stopped. Körper, ja, Werkzeuge, aber da... Tools of the trade, it seems. These guys have got to be stopped. Entschuldigung, der nimmt ja nix. Tote Körper. Underneath the surgical lamps is a gurney with a body on it. No one I know. Ja. Human hearts. So that's what they do to them. But why? Maybe I shouldn't even ask. They're used for some powerful gree-gree, no doubt. Or maybe that's what Tetalo has for lunch. Das hier oben sieht auch sehr schön aus. Gabriel doesn't want to touch anything in this butcher shop. Halloween könnte man diese echt Menschenhaut-Maske benutzen. Ja. Gabriel doesn't want to touch anything in this butcher shop. Wozu bin ich dann hier rein, um festzustellen, dass... The bucket is really better off left alone. Really. Dass sie den Leuten die Herzen rausreißen? Gabriel doesn't want to touch... Ja, ich weiß ja, ich weiß ja. Ja. Ladentisch macht ja nichts auf. There's a long counter against the wall. It probably contains things every good butchery needs. Ja, und aber anderen möchte es nicht, gell? Gabriel doesn't want to touch it. Gut oder nicht gut, keine Ahnung. Raus hier. Das ist ja nicht gerade der Ort, an dem wir uns am frühen Morgen aufhalten möchten. Nehmen wir ziemlich früh morgen. So, das war die 11. Das müsste die 10. This sign has 10 snakes on it. Dann müssten wir noch die 8, 9 oder die 8. Weiß ich gar nicht mehr. Ich meine, die 8 wäre es gewesen, oder? Ja, die geht nämlich ohne Karte auf. Ja. Und zurück mit dir. So, dann würde ich aber mal sagen, wir gehen jetzt noch zur 8. Stell das davor und speichern hier ab. Das dürfte ja das letzte Zimmer dann gewesen sein, in dem wir noch nicht waren. Wer weiß, was uns hier drin erwartet. Obwohl ich immer noch keine Ahnung habe, wie wir die aufhalten sollen. Oder wie wir gar Dr. John aufhalten sollen. Keine Ahnung. Aber das klären wir erst in der nächsten Folge. Es geht auf das Finale zu. Mal sehen, was dann passiert. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Würde mich freuen, euch auf dem Kanal wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye und ciao! Dann haben wir es ja doch noch geschafft. Konnten den guten Dr. John herbeirufen und entsprechend überlisten. Und haben die Schlüsselkarte aus seinem Zimmer bekommen. Wobei Raum Nummer 1 mir wirklich am besten gefällt. Muss ich schon sagen, ganz nett. Ich hätte aber mit Sicherheit noch ein, zwei Barren in die Jacke gesteckt. Egal, was ich da schleppen muss oder nicht. Der Schlachterraum zur Entnahme der Herzen, das wiederum ist ziemlich übel. Und ich weiß jetzt gar nicht, was wird uns jetzt in Raum Nummer 8 erwarten. Die oberböse Voodoo-Geistpriesterin selber oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Das erfahren wir aber mit absoluter Sicherheit in der nächsten Folge von Gable Knight hier auf dem Kanal. Bis dahin, macht's gut, bye bye und ciao.